Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die unter Filmfans am öftesten gestellte Frage ist wahrscheinlich, ist es das wirklich wert? Ironischerweise eine Frage, die wir Filmfans uns tagtäglich stellen und Will Smith definitiv einmal zu selten. Dabei ist übrigens der Will Smith-Film Gemini Man einer der, wo ich mir diese Frage am lautesten gestellt habe. Normalerweise diskutiere ich hier auf YouTube auf meinem Kanal nicht über Preise, weil ich einfach finde, dass die Antwort auf die Frage, ist es das wirklich wert, keine ultimative ist, sondern eine individuelle. Eine, die halt von den persönlichen Vorlieben und Einschätzungen abhängig ist und die ich nicht für irgendjemand anderen beantworten kann. Aber ich glaube, im Fall bei der Paramount Steelbook-Veröffentlichung von Gemini Man mit dem Film als 4K Blu-ray und Blu-ray 3D zum Preis von okkasionsverdächtigen 60 Euro damals, war diese Frage für mich gar nicht mal so schwer zu beantworten und ich holte mir bei Zavi irgendeine Standard 4K M-Ray, wobei bei dieser Version übrigens, die wir uns an der Stelle vielleicht auch ganz kurz einmal anschauen können, kein deutscher Ton mit dabei zu sein scheint, was natürlich ein bisschen schade ist. Außerdem gibt es dafür halt zwar ein anderes Cover-Artwork, das ich persönlich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, aber eben nur die Standardfassungen und logischerweise vor allem keine 3D-Blu-ray, weil die Filmindustrie und die Studios ja dieses Format wirklich mit Hingabe ehrfürchtigst selbstständig zerstört haben. Aber mittlerweile dürfte ich nicht der Einzige gewesen sein, der bei Gemini Man nicht zum klassischen Steelbook gegriffen hat, denn der Preis von eben jenem ist auch deutlich im Keller. Mittlerweile gibt es das bei Amazon statt eben um 60 schon standardmäßig, vielleicht teilweise um 35 Euro oder zum Ostersale 2024 haben sie es um sage und schreibe 20 Euro im Angebot gehabt und da dachte ich mir dann, okay, dann schlagst du halt noch einmal zu. Ich bin ja auch noch einer von dieser letzten Bastion, die tatsächlich noch einen 3D-fähigen Fernseher zu Hause haben, den aber, so wie wahrscheinlich jeder andere, der das hat, in den letzten 15 Jahren kein einziges Mal verwendet hat. Aber trotzdem dachte ich mir hier noch dieses Teil für die Sammlung, vor allem eben auch der Film mit dem deutschen Ton, das kann einem diese paar Euronen schon noch wert sein. Dabei werfen wir eben hier einen Blick auf das Backcover, das interessanterweise eigentlich 1:1 identisch ist mit der britischen Auflage, wobei das Design eben hier in Deutschland noch ein bisschen genauer an den Standard, den wir hier von Paramount gewohnt sind, angepasst wurde. Der Film ist ja quasi eine Zusammenarbeit zwischen Paramount und Universal Pictures, interessanterweise. Dabei interessant hier auch ein zusätzlich aufgeklebter Ehrencode-Sticker, was allerdings in dem Fall offensichtlich nicht auf eine Retoure hindeutet, wie wenn das normalerweise so ist, sondern auch im Backcover-Scan bei der OFDB so eingetragen ist. Jetzt werfen wir da mal einen Blick auf das Steelbook selbst, das übrigens ein bisschen gezeichnet ist dadurch, dass es eben bereits im Februar 2020 erschienen ist, denn von diesem unteren runden Sticker bleiben bei mir hier ziemlich massive Spuren einmal auf dem Steelbook zurück. Ich weiß, man kann sie relativ leicht entfernen. Außerdem muss man aufpassen, das ist hier ein perforierter runder Sticker, der, wenn man nicht ganz genau aufpasst, einem auch wirklich schnell in seine einzelnen Teile zerreißt. Vor allem hier oben muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil ich das Ganze gerne eigentlich so dran lassen möchte, weil ich auch diese Papierfetzen ein bisschen als Staub- und Kratzschutz sehe und natürlich ist mir jetzt der obere Sticker abgerissen, während ich das gesagt habe. Das passt natürlich absolut perfekt wie die quasi Sticker-Faust aufs Auge. Anyways, apropos Faust aufs Auge. Will Smith sehen wir hier auf diesem Cover-Artwork gleich zweimal in älterer und jüngerer Version, was finde ich eigentlich relativ nett aussieht. Dabei handelt es sich um ein Steelbook, das eben hier bei diesem silbernen Rahmen natürlich geschickt auf den metallischen Effekt setzt. Es ist ein grundsätzlich Full-Gloss-Steelbook, das eben hier auf der rechten Seite den metallischen Steelbook-Effekt noch durchlässt, das allerdings hier bei dem eigentlichen Motiv komplett
weiß grundiert ist und eben keinen metallischen Effekt liefert, was allerdings, finde ich, auch den Kontrast hier ganz nett befeuert, auch wenn ich persönlich eher der Fan von matten Steelbooks bin. Dazu gibt es eben dieses Dualitätensystem auch auf dem Backcover hier, finde ich allerdings noch schöner gemacht, weil eben noch mit zusätzlichen Elementen durchzeichnet, hier auf der unteren Seite eben wieder im Hintergrund sehr schön diesen metallischen silbernen Effekt und darauf eben den jungen Will Smith, beziehungsweise oben dann den älteren Will Smith, der allerdings auch im Hintergrund noch ein bisschen intensivere Farbgebung, eben mehr Blautöne hat, aber der hier ebenfalls von diesem metallischen Steelbook-Effekt profitiert. Die Fetzen da links, diese Spuren sind nicht von mir, die waren schon beim Original auspacken. Aber das ist irgendwie ein relativ cooles System, das eben auch hier den Vorder- und Hintergrund schön voneinander abtrennt und damit finde ich auch hier ein gelungenes Gesamtbild liefert. Wir können jetzt dann einmal hier ins Innere blicken. Da wartet auf uns natürlich gleich ein Trio an Discs, hier auf der einen Seite links die 4K UHD, auf der rechten Seite dann eben die 3D Blu-ray beziehungsweise eben die Standard 2D-Fassung. Dabei würde mich an der Stelle eben interessieren, in welcher Version der Film damals aufgezeichnet wurde, 2019 eben von Regisseur Ang Lee, der ja schon auch ein sehr visueller Regisseur ist und sehr viel Wert auf die Optik seiner Filme legt. Dabei hat er offensichtlich gearbeitet mit einer Arri Alexa SXTM, mit zahlreichen eben anderen Kameras, wurde teilweise im Arri RAW Codec von 3,2K gearbeitet. Es gibt allerdings auch natives 4K-Material, eben auch in DualStrip 3D. Also es ist wirklich eine native 4K und eine native 3D-Produktion. Wurde auch über ein Digital Intermediate in 4K weiterverarbeitet. Es gibt sogar gedruckte 60 bzw. sogar 120 Frames pro Sekunde Versionen von diesem Film, was ich auch ziemlich wild finde. Aber er wurde auch wirklich mit eben Arri RAW, HD-Cam und Phantom RAW in 120 FPS tatsächlich verwirklicht und gefilmt. Das ist natürlich auch irgendwie was absolut Wildes. Und deswegen bei diesem Film womöglich ganz besonders spannend hier die technische Brillanz von sämtlichen möglichen HD- und Ultra-HD-Formaten auszunutzen. Deswegen für mich auf jeden Fall den kleinen Aufpreis hier dann wert für dieses Steelbook. Das mir eben auch optisch sehr gut gefällt, da hätte man vielleicht noch eben mit passender gestalteten Discs an sich diesen Gesamteindruck noch etwas erhöhen können. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt zum Kritikpunkt machen, weil man das ja mittlerweile weiß, dass das bei sämtlichen Disc-Designs von Paramount so ist. Und ich kann jetzt dann halt hier oben mit dem Sticker ein bisschen anders agieren. Aber ist eine coole Sache und für das Geld, das man jetzt dann eben womöglich bei einer Aktion dafür bezahlt, kann ich die eingangs gestellte Frage, ist es das wirklich wert, zumindest jetzt mit einem ausdrücklichen Ja beantworten.